Hallo und herzlich willkommen zurück bei Rissen 3 Titanlords, ihr Badewannenkapitäne, Süßwassermatrosen, aber auch die alten Haudegen und Seebären sind herzlich willkommen. Natürlich auch die entsprechende weibliche Form davon. Seebärin geht auch, Haudegen klingt ein bisschen komisch. Jo, wir sind zuletzt nach einem großen Kampf mit einem neuen Seeungeheuer hier wieder nach Taranis gefahren. Denn es hatte so ein bisschen den Eindruck, als hätte ich noch Kristalle gefunden, die wir noch nicht abgegeben haben. Genauso wie es auch den Eindruck macht, als könnten wir noch ein paar Kristalle finden. Wo hab ich's denn? Patty soll sich auf Taranis nach vergessenen Schätzen umhören. Genau das machen wir auch noch. Und dann war ja da dieses Kristallportal, durch das wir vielleicht auch noch gehen wollten. Wo ich aber vielleicht vermute, dass wir da auf Kalador rauskommen. Ich weiß es nicht. Ich bin mir gar nicht sicher, was uns da erwartet. Aber es werden wir mal auf uns nehmen. Rekrutiere Zacharias, der Magier auf Taranis, ja. Da müssen wir erst das Kristallportal machen, so wie es aussieht, ne? Und ich weiß wirklich nicht, wo wir da rauskommen. Eldrick haben wir ja schon, wir haben ja auch das große Wesen und so weiter. Also Margolot ist ja jetzt mehr oder minder auf unserer Seite. Tja, ich hätte vielleicht Patty mitnehmen sollen, ne? Weil hier die Arschtritt-Crew, die wartet auf unseren Befehl. Patty, hast du eigentlich was geklaut, Jafar? Nein, er hat nichts geklaut. Okay. Petze? Petze, wo steht denn die nochmal rum? Patty? Bin ich gerade blöd? Oder... Ach nein, die ist ja vorausgegangen in die Kneipe, soweit ich mich erinnere, ne? Ja, mein Fehler. Okay. Ich glaube, sonst hat sich ja auch nicht viel getan. Die Blitze werden uns den Weg weisen. Bist ein ganz schön verblitzter Typ, hä? So, weil ich könnte mir vorstellen, vielleicht gibt's hier auch noch das ein oder andere. Such dir wen anders zum Reden. Vielleicht aber auch nicht. Wasserfass, ja, hier hatten wir ja damals den Kobolden aufgelauert. Kobolde? Es waren Kobolde, ne? Das Schiff wird uns ja wahrscheinlich beistehen. Die Kneipe ist dann aber... Hier unten gibt's ja keine, muss dann also oben im Lager der Magier sein. Ah, da ist sie ja. Was soll das hier für ein Hafen sein? Hier gibt's nicht mal eine Taverne. Tja. Du hast auch immer was zu meckern. Klappe. Ja, wieder. So ist gescheh. Ah, gut, dass du da bist. Ich wollte sowieso gerade gehen. Und? Hast du etwas herausgefunden? Ja. Rumold, der Lagermeister, hat seine ganzen Ersparnisse in einer verschlossenen Kiste in seinem Lagerhaus versteckt. Ja. Ach was. Ja. Und ich habe ihm den Schlüssel zur Kiste geklaut. Okay. Seinen Schlüssel? Psst, nicht so laut. Hier, nimm ihn. Okay. Aber wie kommen wir an die Kiste heran? Schleichen? Keine Ahnung. Das ist deine Aufgabe. Während der Nacht reinschleichen oder das Äffchen? Tja, jetzt will ich nur mal kurz, deswegen Quick Save, mal kurz gucken, da oben drin. Ja, ich weiß, jetzt wird er erstmal böse. War das diese Kiste, die da immer rumstand? Jetzt nicht. Ja. Okay, Rumold. Ist okay. Alles klar. Wir machen nix. Sieh zu, dass du Land gewinnst. Ich gewinne lieber See. Schlachten. Ja, Patty, du kannst jetzt auch mitkommen. Komm mit. Gut. Wolltest du einfach hier wieder mit dem Arschgewackel auf und davon, ne? So, jetzt trinke ich da hinten aber mal ein Schlückchen Wasser, weil ich mir den Zeh gestoßen habe. Ja, ich weiß nicht, soll ich es mit dem Äffchen probieren oder warte ich einfach auf die Nacht? Aber die haben ja immer so unregelmäßige Schlafzyklen hier. Das ist mir dann auch nicht ganz geheuer. Klettern konnte er ja... Doch, konnte er hier. Okay. Das hier... Ja, das hatten wir vor Ewigkeiten alles schon mal. Es gab ja auch keinen Respawn, ne? Jo. Geistersicht, ja. Ein Kuppelkuppel. Ach, aber ich verschone dich. Ich mach's wie Obama. Oder überhaupt macht das ja, glaube ich, jeder Präsident. Er verschont einen Truthahn. Wow, tolle Sache. So, konnte das Äffchen nicht da irgendwie hochklettern? Aber da muss es schnell wieder aus dem Raum raus, weil sonst kommt der Rumold mit dem Hauemesser. Das ist ungesund für unseren Mr. Weißbart. Mr. Weißbart springt gar... Uiuiuiui. Ah, das ist eine Scheiße. Ich will da nur hoch und die Kiste leer räumen. Ah, bei meinem Arschloch. Und den buschigen Schwanz nicht zu vergessen. Ach, das Äffchen, das kann sich ja nur rumdrehen, indem es immer auch einen Schritt nach vorne macht. Ist das scheiße nervig.
du sollst nicht Pettys Unterwäsche klauen oder sonst wie. Ja, die Kontrolle beim Äffchen ist ein bisschen Arsch. Und dann stehst du oben auf der Kiste, aber kannst dich nicht zum Dach rumdrehen. So. Puh, das ist ein Anfang. Tja. Konntest du nicht an der Liane entlang klettern? War da nicht sowas? Doch. Na, tolle Sache. Ich will hoch, nicht runter. So. Gut. Und? Du konntest doch mal mit Schlüsseln umgehen, oder? Ah! Ich war der Meinung, ich hätte schon verschlossene Truhen mit einem Äffchen aufgemacht. Verdammte Scheiße, tja. Dann werden wir wohl einfach bis zur Nacht warten müssen, um Romold ein bisschen was abzunehmen. Natürlich möchte Baumelmund zum Spieler zurückkehren. Wie viel Zeit hätten wir denn noch? Kann ich hier eigentlich rumgammeln? Ich glaube, ich könnte mir ein Bett suchen und drin schlafen, ne? Aber... Ja, schlafen wir mal bis zum Abend? Oh, kriegen wir wieder eine Vision? Nein, diesmal nicht. Okay. Haben wir die wohl alle hinter uns? Klammer auf, endlich Klammer zu. Willst du nicht mal Feierabend machen, Meister? Mann, du schaust auch wieder aus wie eine Fleischwurst, die noch nicht gepellt wurde. Ich kann es natürlich auch so versuchen, aber gleich dreht er sich wieder rum. Da muss ich da schon einen Schritt weiter sein. Gut, er ist ein Blindfisch. Jetzt ganz leise, ganz vorsichtig. Patty bloß keinen fahren lassen. Das würde ich dir zutrauen, dass du das extra machst, um uns zu ärgern. Ja, der Langfinger freut sich. Er wird freudig erregt, seine Fingerspitzen richten sich auf. Oh ja, gut. Und 110 Erfahrungspunkte, also kann das nicht falsch sein, was ihr gemacht habt. Patty, du solltest aufpassen, wenn du dich so runterbeugst, aber das sage ich dir nur als dein Brüderchen. Also ich stehe ja total über allen fleischlichen Gelüsten. Oh oh. Wir wollten nur das Äffchen hier rausjagen. Das hat ja, das geht ja nicht an, das, hoppala, dass das hier rumrennt. Das könntet ihr noch was Sieh klauen. Zu, dass du Land gewinnst. Zum Beispiel 540 Goldstücke, das sind scheißdiebische Äffchen hier auf der Insel. Lass dir das gesagt sein, Rumold. Okay, also haben wir das erledigt. Die grüne Flasche, ich dachte eben, die sieht noch so aus, als ob man sie mitnehmen könnte, aber nein, das war ein Trugschluss. Ich habe Rumolds Kiste geplündert, jetzt will sie die Hälfte, hä? Ich habe Rumolds Kiste geplündert. Gut. Dann haben wir unseren Schnitt auf Taranis gemacht, würde ich sagen. Jip, jip. So, jetzt habe ich die Nase voll von der Goldsucherei. In Ordnung. Ich danke dir. Durch deine Hilfe haben wir eine Menge Gold gemacht. Kann man so sagen. Ich hoffe, du setzt es vernünftig ein, Brüderchen. Wir haben noch einen schweren Weg vor uns. Ich decke dir den Rücken. Aber sicher setze ich das sinnvoll ein. Ab zur nächsten Taverne! Okay, ich nehme sie mal weiter mit, auch wenn der Bones jetzt natürlich wieder so eigentlich der erste Partner der Wahl wäre. Tja, was gibt's hier noch außer dem Kristallportal? Ich meine, ich habe ja vorhin hier schon mal reingeguckt. Ja, also das mit dem Zauberspruch und mit dem Geisterritual, klar. Allianz mit der Inquisition. Ach, scheiße, da muss ich auch noch mal bei denen vorbeituckern. Eieiei. Da müsste ich aber Sebastiano erstmal loswerden. Irgendwann wird es zur Schlacht gegen ihn kommen. Tja, auf welcher Insel war das nochmal? Ich habe keine Ahnung. Wäre es dann zu früh, hier weiter rumzusuchen, rumzumachen? Ich weiß es nicht. Und als einziges Artefakt fehlt uns nur noch die geölte Kurbelwelle. Scheiße, wo war die Inquisition? Okay, also war es vielleicht doch ein bisschen zu verfrüht, hier hinzufahren. Aber immerhin, wir haben jetzt die Schätze hier abgeklappert. Ja, wenn man es einen Schatz nennen will. Hey, Horace! Punky, du warst doch Background-Tänzer bei Michael Jackson, oder? Sowas habe ich schon mal gesehen. Also, ich finde, er hätte das Zeug dazu. Frage ist nur, ob Michael Jackson ihn angestellt hätte. Rasier dich! Polier dir den Popo! Ja, gut, wenn wir ja jetzt... Hoppala! Ja, wenn wir dann hier jetzt erstmal alles haben, wo war die Inquisition? Das müsste dann wieder Takarigua sein, oder nicht? Aber waren wir da nicht durch? Ich weiß, an irgendeiner Ecke gab es da noch was zu erledigen, aber... Tja, haha. Aber Bones sagt ja auch nichts mehr, oder? Nö. Komm. Pass auf deinen Rücken auf. Und immer schön drauf achten, dass keiner von hinten auf dich eindringen kann. Ja, ja, ich weiß. Ich meine, es ist schon eine ganze Weile her, seit wir hier zuletzt waren. Und die haben ja auch was über Sebastiano erzählt, aber...
Ich gehe mal nach Puerto Sacarico. Puerto Sacarico! Taco, taco, burrito, burrito. Wir haben gegen die Schatten gekämpft, aber es kommen immer mehr. Ja, ist hier jetzt wirklich keiner mehr, mit dem ich sonst noch irgendwas machen kann? Wenn die Schatten uns Ja, ja. Ich weiß, der eine hat uns erzählt, Sebastiano war unterwegs, du hast da Nerven hier aufzutauchen, bla bla bla. Was von Wert ist hier jetzt auch nicht mehr gerade? Das Buch, ja, haben wir gelesen. Ist da wer? Warst du das? Ich muss mich um die Truppe kümmern. Jo, dann mach mal. Ja, da war ja weit und breit nichts mehr. Wie hieß denn diese andere Insel, an die ich denke, wo die ihr Arsenal hatten? Das war ja nicht hier, wenn ich mich nicht täusche, ne? Das war doch irgendwo so in der ganzen, also in so einer richtig heftigen Backwater-Gegend. Lag hier nicht vielleicht ein Boot am Hafen? Da krabbelt noch was! Das holen wir uns doch! Haben wir wenigstens was Sinnvolles gemacht? Ich muss diese Folge gleich mal 5 Minuten länger machen. Weil irgendwie, das war mir jetzt doch schon wieder ein bisschen zu sehr im Dunkeln rumgestochen. Sidewalk? Seit wann kannst du sowas? Da liegt sogar eine Mupfel. Ich sehe es. Da. War das eine komplett neue oder eine gerespawnte? Ich meine, hier ist immer noch ein schöner Strand, ja, aber... Hoppala. Wirbeln wir das Holz auf. Rasier dich! Welche Insel war das dann, an die ich denke? War das die Nebelinsel? Es müsste die gewesen sein. Haben wir da sonst noch was? Erzähl mir was. Du erzählst auch nicht, dass jetzt Sebastiano kommen würde? War das diese Insel? Boah. Ja. Doch oder nein? Ach, drauf geschissen. Einfach mal drauf losgehen, anders wird das nichts. Hier ist das Lager, an das ich denke. Du kannst passieren. Ja, hätte ich auch so oder so gemacht. Das hier war ja bei Carlos. Früher oder später wird diese Insel uns gehören. Ja, würde ich nicht drauf wetten. Steck ja nichts ein. Ja, ich glaube, ich habe hier schon alles. Da oben war noch was. Ach, ein Pokal. Wenn du hier Ärger machst, schmeiß ich dich raus. Wir machen doch keinen Ärger, wir doch nicht. Gibt's da nicht einen Hintereingang oder so? Ja, doch. Dann hole ich mir den Pokal mal noch. Den muss ich damals wohl übersehen haben. Ah, das ist hier wie Reste aufräumen. Es könnte aber auch wirklich sein, dass hier in der Folge, also dass in dieser Aufnahmesitzung, dass wir da vielleicht wirklich so zum Endgame übergehen. Weil viel kann es ja nicht mehr sein, was es noch gibt. Ich gucke mir mal noch mal kurz die anderen Teleporter an. Weil irgendwie... Ja, hier war doch der andere, der uns zu den Seelenfressern geschickt hat, aber wir haben sie ja ausgeschaltet. Der war nicht gerade sehr ehrlich. Balthasar hieß er, glaube ich. Also der dem den Opfer geschickt hat. Weil er dachte, es würde ihm irgendwann seine Frau zurückbringen, aber naja, war ja nicht so. Ich glaube, so in ungefähr war die Geschichte. Wir haben immerhin noch eine Geisterblume gefunden. Tja, da unten, ich erinnere mich an den See, da war das Lager bestimmt nicht an das, ich denke. Nebelwald. Ach, da war doch, glaube ich, dieser eine Wächter, der drogensüchtig war oder so, oder nicht? Naja, sieht hier aber auch alles ziemlich abgeplündert aus. Ja, der Schiffsfriedhof. Komm, bringt nix. An welche Insel denke ich denn da verdammt nochmal? Die Inquisition hat ja nicht auf Kalador rumgehockt. Das kann es ja dann eigentlich nicht sein. Aber die anderen, also Taran ist sicherlich auch nicht. Antigua ist eh viel zu klein, das zählt noch nicht als Insel. Die Insel der Diebe war es bestimmt nicht. Krabbenküste auch nicht, Kila auch nicht. Taran ist auch nicht. Aber es war doch nicht in Kalador, was ich mir jetzt gerade vorstelle, oder? Diese eine düstere Insel, oder denke ich vielleicht gerade an den zweiten Teil? Das kann doch nicht sein. Ja, weil da waren die Dämonenjäger und. Boah, Leute, ich stehe gerade voll auf dem Schlauch, es tut mir leid. Krabbenküste war es nie und nimmer. Ich bin gerade echt verwirrt. Es wird und wird nicht richtiger. Hm.
Ja, ich hätte jetzt auch gern noch gegen Sebastiano gekämpft, aber... Irgendwann wird es zur Schlacht gegen ihn kommen. Ja, kann ich da nichts anderes machen. Also ich meine, es gibt hier ja keine Meldung oder sowas, dass ich irgendwie sonst wohin fahren müsste. Ja komm, dann machen wir halt auf Taranis weiter. Ein dunkler Fleck unter Wasser. Und zwar ein schrecklich großer. Ein Seeungeheuer lauert uns vor der Küste auf. Gut, wir wissen ja, was zu tun ist. Schon wieder eins? Dieses Ding scheint das schnellste und gefährlichste bisher zu sein, wenn du mich fragst. Also mach dich auf etwas gefasst, wenn du in See stichst. Ja, okay, dann müssen wir vielleicht das ausschalten, dann kommt Sebastiano. Oder wer weiß das schon? Ich speichere mal und versuch's halt gleich zu erledigen. Du bist bereits dort. Ja, das geht natürlich nicht. Ich will aber jetzt gleich gegen das kämpfen. Dann haben wir es gemacht. Aber ich weiß noch, dass der letzte Kampf ein bisschen zäh war. Wer weiß, wie der dann diesmal klappt. Naja, vertrauen wir auf unser Glück und das klein bisschen Geschick, das wir haben. Oh, du Kacke! Ach, du Kacke, was für ein Darmwurm. Boah. Ja, ich weiß, Darmwurm, Bandwurm, was ist der Unterschied? Das ist auf jeden Fall sehr groß. Tja. Soll hinter uns sein, sagt die Markierung. Aufpassen bei uns, warum? Wir werden schon beschossen und ich sehe es noch nicht mal richtig. Ah, da. Okay. Ach komm. Das hätten die Geschosse packen müssen. Los, Feuer! Boah, was für ein garstiges Viech. Das sollen wir einfach so packen? Also, ich habe da meine Bedenken. Ja, wenn es zu lange dauert, ne, dann mache ich einfach mehrere Takes. Irgendwann muss es ja klappen. Das hat noch gar nichts abbekommen und jetzt ist es hier einfach vor der Felswand verschwunden. Das finde ich nicht okay. Vor allem hier ist so ein bisschen eng das Gebiet. Das finde ich nicht toll. Von hinten. Ja, natürlich. Von hinten kommen sie alle. Ach, und meine Kanonen, die gehen irgendwie auch nicht weit genug. Das können wir nicht abblocken. Kommt das dabei raus, wenn man einen Angelköder zu arg überfüttert? Irgendwann müsst ihr doch mal wieder treffen. Oh, verdammte Scheiße. Wenn ich mich nur aufs Vordergeschütz verlasse, das ist ja irgendwie auch doof. Jetzt rammt's uns auch noch. Ich glaube, den Kampf haben wir schon verloren. Das Rammen ist ja auch ein bisschen unfair, weil man weiß ja dann nicht, wo es ist. Da. Ausrichten, Feuer! Ach komm, nicht mal ein Streifschuss, Alter. Ja, toll. Das wird mir viel bringen, wenn ich es so bekämpfe. Komm schon, du süße Wassermakrele. Ja, toll, wir sind schon halber weg, aber naja. Naja. Kann ich nicht weiter raus aufs offene Meer fahren? Hier, das ist wirklich ein bisschen assi. Jetzt muss ich hier mit so einer garstigen Wasserblindschleiche rumkämpfen. Oh. Ach du Gott, aber das wird ein Treffer, immerhin. Oh, ein sehr guter Treffer. Kann wegbleiben. Wenn wir nochmal so einen sehr guten Treffer... landen würden. Das würde uns viel bringen. Alter! Es ist gut, Dreckvieh. Das wechselt so schnell die Richtung, da komme ich nicht nach. Boah, wir sind so gut wie hinüber. Ich meine, einer dieser super Breitseitentreffer, das könnte schon was bringen, aber... ich mal mir unsere Chancen da jetzt nicht sehr groß aus, weil mit dem Ausweichen, das ist auch nicht so toll. Feuer! Ja, das war natürlich ein super Treffer, gleich spuckt es. Oder? Nein? Dann kann ich es nochmal probieren, aber das ist eigentlich zu weit weg. Dann kriegst du halt hier mit der kleinen Pinzettenschleuder. Ich sehe dich, aber ich krieg dich nicht. Das ist scheiße. Das ist wie mit den ganzen Mädels. Los, komm. Wirst doch wohl ein bisschen höher zielen können noch. Höher, ich sagte höher.
Verdammte Scheiße! Das hätte Captain Blaubeer besser gekonnt. Ja, Jappe uns klar da drüben. Wetten, jetzt rammt's uns und wir sehen es nicht. Was? Von welchem hinten redest du, Bones? Von da hinten, wo die Gischt ein bisschen hochspritzt, oder wie? Das macht Sinn. Ja, wir müssen aber in Bewegung bleiben, sonst war's... Vorwärts, sonst wird das nichts mehr. Und drehen. Langsamer Segel einholen. Segel raus. Oh Mann, das war knapp. Aber das hält den Kampf immerhin spannend. Also jetzt weiß ich, die erste Folge ist planlos rumgerenne und Kampf gegen dieses Viech. Ja, das reicht nicht von der Reichweite, nee. Aber man muss es probieren. Oh, nein. Oh yeah! Ja, abdrehen! Drehen! Natürlich ist es jetzt schon wieder untergetaucht, aber ich habe trotzdem geschossen. Eine Dublone für den, der es als erstes sieht. Ha, ich hab's als erstes gesehen. Ich finde es schön, wie die Mannen da aber auch die Kanonen dann wieder hinrücken. Das fällt mir erst jetzt auf, aber ist eigentlich liebevoll gemacht. Ja, das kommt die ganze Zeit von hinten. Das Doggy-Style-Seemonster. Nur wie macht man Hündchen im Wasser? Ja, Seehündchen. Ihr könntet auch mal wirklich ein klein bisschen höher zielen. Jetzt komme ich von vorne und dann spuckt's. Das ist schlecht. Kann es sein, dass das seinen Kopf auch gar nicht drehen muss, um zu spucken? Ja. Ich treibe den Nagel in deinen Sargdeckel. Du Ungetüm. Du wässrige Drecksblindschleiche. Feuer! Es wäre gut gewesen, hätte es getroffen. Ach, du Sardelle! Aber ich esse gern Sardellen. An dem ist genug für alle dran. Bloß es sah etwas knochig aus. Turn. Ja, das ist mal eine ganz bescheuerte Richtung hier, wo du jetzt herkommst. Ich sehe es auch noch nicht mal. Komm, drehen wir eine Ehrenrunde. Macht ja eh keinen Sinn. Dann wird es uns wahrscheinlich wenigstens nicht treffen. Ja, gebt ihm Saures. Juhey. Alle Mann von Bord. Juhu. Machen wir mal Butter bei die Fische. Oder Butter auf die Fische, ne? Komm, tauch wieder ab. Das macht keinen Spaß. Uns beiden nicht. Ja, natürlich erledigen wir es, aber jetzt nicht. Ich wünsche mir ja immer noch, wir könnten so brennende Fassbomben abschmeißen wie bei Assassin's Creed. Black Flag. Ich wünschte, es lag schon paniert auf meinem Teller. Hier draußen dürften wir ein bisschen besser manövrieren können, tja. Also das nächste Mal eigentlich ohne Wurm. So viel ist schon mal klar. Ist da irgendwo eine Insel, die sich bewegt? Ach, das will ja nur, dass wir zurückkommen. Nee, du. Nö, du, mein Lieblingsgnom. Also, er hat echt einen tollen Namen gehabt. Leute, vielleicht sollten wir was anderes werden wie Piraten. Dann kriegen wir nicht so Monster-Sardellen aufgetischt. Ja, das will jetzt gar nicht mehr abtauchen, oder wie? Jetzt muss ich ihm nachschwimmen, oder was? Hey, unser Schiff dreht automatisch ab. Das finde ich nicht okay. Dann können wir hier gar nicht außen rumfahren. Sonst crashen wir am Ende noch hier gegen die Felswand, ne? Ach, hey. Also Piranha Bytes ein klein bisschen größer hätte dann hier das Spielfeld sein können. Jetzt bleibt mir ja nichts anderes übrig, als mehr oder minder direkt auf es zuzufahren. Und das blöde Viech, meint ihr, das kommt mal auf uns zu? Nö. Ach Bones, ich schick dich gleich mit einer Harpune ins Wasser. Sag uns, wenn du was getroffen hast, kannst du surfen. Hinten einfach mit ein paar Wasserski dranhängen. Komm hervor, du Moloch der Tiefe. Tja, seht ihr es? Ich sehe es nicht. Zeter Mordio. Ich schmeiß gleich eine Atombombe ins Wasser. Ach nee, dann wächst es am Ende noch größer, hä? Tja, Bones. Schlaumeier Nummer 1. Wo ist das denn, hä? Der Kabeljau ist ein bisschen groß geraten.
Tja. Ja, das hat jetzt auch schon Mittag gemacht, oder was? Das muss ja ein ganzes Stück weit weg sein, das Viech. Ah, ich glaube, ja, da hinten ist seine Schwanzflosse. So hochzielen wie möglich und rüber. Das trifft eh nicht, aber naja. Ach, das hat geschossen. Nein, dann sterben wir jetzt, oder? Oder? Oh. Ach, war ja so klar. Erst müssen wir ihm am Arsch kleben, ne? Und... Ach. Naja, deswegen mache ich diese erste Folge extra lang. Wird nicht die interessanteste sein, aber sie hat eine Seeschlacht. So, einfach irgendwo hinfahren. Ja, ist gut. Sequenz weg. Ja, wir kennen es. So. Ich meine, wir waren nah dran, es zu besiegen. Das bringt uns aber auch nichts, ne? Komm etwas näher, komm etwas näher. Komm etwas näher, komm etwas näher. Ah. Du überproportionierter Anglerfisch. Gehörst auch in Dosen ab. Ah, komm, das zählt doch nicht. Jetzt bin ich extra ein bisschen weiter gefahren, um mir aus dem Weg zu gehen. Nein. Scheiß Schwanzflossler. Ah, da ist es ja. Du Kotstulle. Oh, leck's mich doch am Arsch. Komm, das trifft. Ah, es hat uns auch. Ja, das bisschen Schaden. Ja. Ja, nee, ist klar. Jetzt kriegen wir gleich noch Rammschaden, hä? Nein? Ach komm, noch nicht mal das zählt. Ah, Leute, ihr seid. Ja. Ich brauche ein besseres Zielsystem. Ja, vielleicht könnte man es so nochmal kriegen, wenn es jetzt nicht allzu schnell ist. Los, Leute! Dreck! Wie Cartman sagen würde. Guano erster Güteklasse. Kann ich nicht ein paar von meinen Leuten so als Köder reinschmeißen? Ja, das wäre assi. Das wäre sehr assi, aber dann wird es vielleicht näher bei uns auftauchen. Was mir vielleicht einen besseren Schuss ermöglichen könnte. Ich weiß, gleich spuckt es wieder. Ach komm schon. Steckt es einfach seinen Schwanz weg, also, ach ja, und natürlich rammt es uns noch. Unter Wasser siehst du das ja hier jetzt nicht so, ne? Es taucht ja bestimmt eh gleich wieder hinter uns auf. Das andere hinten war ja klar. Ich würde ja am liebsten warten, bis es einfach vorbeikommt, aber vorher spuckt es, dann kriege ich wieder alles ab. Ich muss eine bessere Taktik entwickeln. Ah, jetzt hat es schon gespuckt. Ach komm, das war einwandfrei ausgewichen. Ach, es spuckt nochmal. Kann ich diesen grünen Rotz nicht einfach wegballern? So, Leute, bremsen. Weitreden. Ja, also da wünschte ich mir jetzt wirklich ein besseres Zielsystem. Komm raus, ich hab schon Forellen erdrosselt, die dicker waren als du. Och, da hinten. Komm, was soll denn das? Na, schippeln wir um diese kleine Insel rum. Vielleicht spuckt es ja in der Zwischenzeit, dann trifft es den blanken Fels. Was, ist es rechts oder es ist verletzt? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Wahrscheinlich ist es einfach nur rechts, das traue ich dem Viech auch noch zu. Es kann halt keine Armbinde tragen. Es mag halt keinen dieser dreckigen Landläufer in seinem Meer sehen. Die machen ja nur die ganze Seegurkenwirtschaft kaputt. Alles, wofür sie jahrzehntelang gearbeitet haben. Naja, ihre Väter. Augen auf. Ach, toll, toll. Wie sollst du dem Scheiß denn ausweichen? Ich hoffe, unser Laderaum ist voller Sakrotan. Den Scheiß müssen wir wieder abputzen. Ja, und es spuckt und dreht ab, ne? Und wir können das irgendwie nicht so, wie das Viech das kann. Das ist verletzt, ja toll. Wir gehen auch gleich unter bei uns. Hat eigentlich schon jemand dem Smoot gesagt, er soll die Brötchen vorbereiten? Können die Kanoniere nicht automatisch schießen, wenn es in Reichweite ist. Weil das ist doch lächerlich, was wir hier mit unseren Kanonen im Moment reißen können. Boah. Ah, liebe Leid. Wie wär's? Wir vergiften einen und schmeißen ihn über Bord. Da willst du doch freiwillig über Bord gehen. Komm schon her, du Blunze. Ich hab hier ein paar leckere Pralinen, auf denen dein Name steht. Ja, schreiben wir Rocher drauf, dann kannst du dich die Kugel geben.
Tja, was wäre da die richtige Taktik? Weil der grüne Spauz, der kommt ja auch immer in so einem blöden Winkel. Da kann man entweder auf das Vieh schießen oder halt den Schuss abkriegen. Anders ist schwierig. Ich häng gleich meine Käsemauken ins Wasser, dann stirbt es! Dann wäre es ja quasi unter uns durchgeschwommen. Was soll diese Scheiße? Ja, ist auch wieder keine... Ja, keine große Möglichkeit. Ja, das war's. Okay, ich mache jetzt mehrere Takes und heb halt den einen, der gelungen ist, auf. Bis dann. Jetzt gibt's frisches Sushi. Ach, wenn ich das Blatt mache, dann mache ich ein Kreuzchen in den Kalender. Ist bestimmt schon morgen, wenn ich das gepackt habe. Ich weiß ja, dass es sofort losspuckt, wenn wir da ankommen. Also gleich mal in Bewegung setzen. Hier kriegst du auch wirklich keine Schonfrist. Ich weiß aber, das ist wieder zu fern. Und schon ist es weg, das Goldfischli. Warum zum Teufel? Du hast ja gar keine Ahnung, wo das unter Wasser ist. Da kannst du ja als mal gar nicht richtig ausweichen. Und jetzt ist es schon da vorne, klar. Es muss uns mit seiner Schwanzflosse getroffen haben, hä? Ob du wohl mit Meerrettich schmeckst, das frage ich mich gerade. Ja, immerhin eine volle Breitseite. Das hätte ich gern nochmal. Los, Männer. Ah, das ist schon... Wenn sie nur ein klein bisschen schneller wären im Nachladen. Und Terrorguppi taucht ab. Nee, jetzt protze ich. Jetzt drehe ich mich nur noch im Kreis. Aber das bringt uns auch nicht weiter. Wenn ich vielleicht ganz knapp an ihm vorbeifahren könnte, ganz stur vorwärts und dann auf Q drücken. Ja, und dann verschwindet's natürlich. Ja, ich habe jetzt extra nochmal nachgeschossen. Ach komm, schon wieder gerammt. Du bist ja wie ein Autofahrer aus Alzey. Das hältst du ja im Kopf nicht aus. Ja, Bones, ich weiß, du hast die Zitrone schon zerteilt, du willst es auf deinem Teller haben, bla bla bla. Mir würde es auch auf einem Spieß gut passen. Ach komm, da hätte einer treffen können, oder? Ah, toll, was willst du da machen? Was willst du da machen? Du kannst hier nicht manövrieren. Ach. Werden wir wieder gerammt? Ich würde zu gern wissen, wie das so schnell die Position wechseln kann. Unter Wasser wird es schneller, hä? Yay, Insel, du musst dran glauben. Ja, Gerd hat ein Jahr lang Landschaftsgärtner gelernt. Und dann hat er sich gedacht, nope, 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 nope. Uhu, das ist toll, ein Pirat zu sein. Hurra, eine Buddel voll Dünnpfiff. Und 15 Seemöwen kacken auf des toten Mannes Kiste. Joho! Und in diesem ganzen Männlichkeitswahn nennt sich Gerd dann in Zukunft Long Dong Silver. Da kriegt den Wasserlurchwürgen eine ganz neue Bedeutung. Danke, Mart, offensichtlich. Und da wurden wir nicht gerammt? Ich glaube, ich... Ja, da dachte ich schon, ich muss einfach nur weiter stur aufs Zufahren. Dann können wir ein paar Treffer landen, ne, und ja... I see it, aber das wird mir nichts bringen. Oh, ich habe zweimal getroffen, Guru. Rammen, 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 oder? Oder? Mann, was für ein Unterwasser-Penis, Inspektor. Es mag den Geruch von fischigen Lümmeln am Morgen. Na toll, direkt vor uns. Da sind wir glücklich. Na, obwohl, das ist nicht ganz schlecht für uns hier. Ja, komm, den fangen wir uns mal ein. Feuer, Männer, Feuer, Feuer, Feuer! Bitte nochmal, bitte nochmal, das... Ah. Süßwassermatrosen. Vielleicht hätte ich mir doch ein Schiff von den Piraten holen sollen. Vielleicht wären die flotter gewesen. Ich hätte auch gern das Schiff ein bisschen upgraden können, aber dem ist ja leider nicht so. Das ermöglicht uns Risen 3 leider nicht. Na, jetzt hängt es da wieder hinter dieser Insel rum, hinter dieser Ecke. Das ist natürlich voll doof. VD.
Da willst du doch zum Bullaugen rausheufeln. Komm bei, du Butterfisch! Ich würde ihm auch Süßes geben, wenn's danach verreckt. Haben wir nicht 100 Kisten Zucker dabei, dann stirbt's an Diabetes. Gleich sehen wir wieder die Schwanzflosse des Todes. 3, 2, 1. Nein? Es ist schüchtern, es zeigt uns seine Schwanzflosse nicht mehr. Ich würde ja gerne, Bonesy, ich würde ja gerne. Wir konnten den Schuss durch das Wasser sehen, ist das so gedacht? Und deinen grünen Schmonzes kannst du behalten! Du Seegurkenbefriediger! Einfach mal als Versuch, ob wir es treffen, natürlich nicht. Ja, jetzt schwimmt's hier wieder so blöd weg. Also die Insel hätten wir schon mal. Die ist mürb geschossen, die können wir einnehmen. Wir sollten ihm zeigen, wie man einen Seeknoten in Fische macht. Oder Bandwürmer oder so. Ich will doch, Bones, ich will doch. Aber ich habe so gut wie gar nicht die Chance dazu. Ah, das war zu früh gedrückt. Mist. Weil das hätte jetzt noch mal was werden können. Feuer, Männer, Feuer! Boah, das war sogar fast gut. Fast. Feuer, Feuer, Feuer! Komm, einmal noch, einmal noch, einmal noch! Das halten wir aus, das halten wir aus, das halten wir... Ja! Ja! Geh zurück, du Süßwassermakrele! Zeit, in der Toilettenschüssel zu schwimmen! Ha! Ha! Und erzähl's auch deiner ganzen stinkenden, syphilitischen Bagage! Okay, aber da muss ich nochmal kurz speichern und dann die Synchro, also die Synchronisation, Mikrofon, Video und so weiter nochmal machen. Deswegen sage ich schon mal bis gleich, liebe Leute. Mann, Mann, das war knapp. Jo. Ich dachte schon, dieses Mal erwischt uns das Biest. Ja. Ich hoffe, das war jetzt das letzte Seeungeheuer. Ja, ich auch. Wer fehlt nur noch Sebastiano. Wir haben es geschafft. Gut gemacht, Captain. Das war eine Meisterleistung. Das muss ich dir lassen. An deiner Seite zu stehen, erfüllt mich mit Stolz. Jetzt willst du mich aber verarschen. Nein, wir leben doch noch. Ist doch klasse. Mach ruhig weiter so. Mir gefällt's. Tja, das nächste Hindernis wäre also Sebastiano. Aber wie gesagt, ich mach kurz einen Quicksave, neu synchronisieren und so. Bis gleich. Puh, also schon wieder ein Seeungeheuer. Wir haben es schließlich besiegt, aber ich habe 5 Anläufe gebraucht. Das war ja doch ziemlich garstig, da war viel Glück dabei, denke ich mal. Ansonsten sind wir ein bisschen ziellos rumgelaufen. Ich hoffe, das ist nicht allzu schlimm. Dafür ist die Folge ja jetzt aber auch wesentlich länger. Tja, mit Patty müssten wir jetzt alle Schätze und Schatzkarten eingesammelt haben. Da bleibt uns wohl eigentlich nur das Kristallportal und Ähnliches. Ich würde mich ja gern mit Sebastiano wickeln auf dem Meer, aber der taucht ja irgendwie nicht auf. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr ja ein Däumchen nach oben geben, da freut man sich immer drüber. Demnächst geht's weiter, wie immer, wie gehabt. Also dann, macht's gut. Auch Gerd sagt, bis bald.